Hallo SC Paderborn 07 Fan. Herzlich willkommen zum Porträt mit mir, Visar Musliu. And now we switch in English. Mit Visar Musliu haben wir im Sommer einen richtigen Vollblutprofi mit internationaler Erfahrung verpflichtet. Er spielte schon in der Europa League und in der Champions League Qualifikation. Unseren SCP 07 kannte der 29-Jährige bereits aus seiner Zeit als Abwehrspezialist beim FC Ingolstadt. I knew that style of playing and I heard a lot of things for Paderborn. And of course, everybody wants good things. So I think I did the right choice. Visar ist glücklich in Paderborn. Dabei hätte sein Start in die Saison bei uns nicht ungünstiger laufen können. Beim Saisonauftakt gegen Greuther Fürth musste der Verteidiger schon nach wenigen Minuten wegen einer roten Karte vom Platz. It was big shock. First, when I came, I enjoyed every single moment. Then this red card destroyed me physically, mentally, everything. But coach staff, everybody in the club helped me like nothing happened. So I think this was the biggest push from behind, because if I didn't have this help, these good things from the club, I would not be here, to be honest. Visar kämpfte sich zurück und ist ein fester Bestandteil der Mannschaft. Unser Cheftrainer Lukas Kwasniok schwärmt offen von dem 29-Jährigen und bezeichnet ihn als unseren besten Verteidiger. It's good to hear these things. Even if you are 20, even when you are 35, I think it's good when you heard that such a compliment. But it doesn't change me a lot. I just want to help others, to help the team and to have in the end good results. So I'm here to win. This is more important for me. Dafür gibt der Abwehrspieler alles oder trifft einfach selbst. Vor kurzem hat Visar sein erstes Saisontor in der zweiten Bundesliga gemacht. In der Partie gegen Kaiserslautern hat er den entscheidenden Treffer erzielt. So when it happened, I was crazy happy about that, but more crazy I was about winning, because it was such a hard game for us. Wahrscheinlich auch wegen dieser Einstellung konnte Visar schon Erfahrungen bei vielen unterschiedlichen Fußballvereinen sammeln. Bevor er im Sommer zu uns nach Paderborn gekommen ist, hat er unter anderem bereits für den FC St. Gallen in der Schweiz und für den Fehervar FC in Ungarn gespielt. So, as a football player, you have to learn every day. I try to learn every session something new. But also in Swiss I learn, in Hungary I learn too, in Ingolstadt I learn a lot and here also I think improve my game. Einen großen Teil seiner Karriere nehmen seine Einsätze für die Nationalmannschaft ein. Visar ist in Nordmazedonien in der kleinen Stadt Gostivar aufgewachsen und läuft deswegen neben dem Ligabetrieb auch regelmäßig für sein Heimatland auf. Of course, playing for national team give you other feelings. So to represent, first of all, my family, my city, and my whole country makes you proud. And if you have a good result, that the happiness is even bigger. Mehr als 50 Spiele für die Nationalmannschaft gehen auf sein Konto. I can't wait to get first invitation, and then I can't wait to go there to enjoy time. 2021 hat er mit dem Team Geschichte geschrieben. Die Mannschaft hat in dem Jahr zum ersten Mal die EM erreicht. Für das fußballverrückte und noch junge Land Nordmazedonien war das ein riesiger Erfolg. Yeah, you can feel the euphoria in the people, in the eye of the people, because first time is every time wow. So I hope we will enjoy it second and third and even more. Am Ende hat Visar mit der 11 bei der EM zwar gegen die Niederlande, Österreich und die Ukraine verloren. Trotzdem hat mit dem Team aus den Spielen viel mitgenommen. Yeah, for us was the first time we had almost zero experience in such a tournament. But experience, we learned a lot, was a good experience for us. So we take only good parts from that tournament. Ein besonders denkwürdiges Spiel kam ein Jahr später. 2022 hat Visar zusammen mit der nordmazedonischen Nationalmannschaft den amtierenden Europameister Italien in Palermo aus dem Rennen der Europa-Playoffs für die WM geschmissen, mit einem Tor in der Nachspielzeit. I think that game was the most incredible game from whole history of our national team.
Italy dominated in every aspect us because they were European champion. So they were absolute favorite to go in final for playoff for VM. And with one shot on goal at 92 minutes was shock for them. So I think if you play 100 times, never can happen this. I don't believe in that. This is one time in the whole history. Bei der Party danach in der Kabine konnte er aber erst später dazu kommen. Unfortunately, I wasn't in cabin because I was in doping control and I have to go direct there. But I heard from, because it was the rooms were closed. I heard the whole time we were celebrating like crazy. I think deserved. Viel Zeit zum Feiern war nicht. Ein paar Tage später folgte nämlich das entscheidende Spiel gegen Portugal. Da hat Visa gegen Fußball-Ikonen wie Cristiano Ronaldo gespielt. I can't explain with words. It was such a big experience. First of all, game. The game for us was most important game in history because we were one game away from World Cup. So never Macedonia had been so close to playing World Cup. And when you came from that win from Italy, you are full of confidence. And also we believe that we can do something to play against such a good name, such a amazing name. So I think 80% of the team played in Premier League. Was incredible, but to play against one of the best in history was something totally different. Neben dem Fußball wird Visas Leben aktuell von seinem kleinen Sohn auf den Kopf gestellt. Vor anderthalb Jahren hat seine Frau den kleinen Kreuz zur Welt gebracht. He's born there in near to Ingolstadt. So he's half Deutschmann. So when you have a family, it's totally different. He makes us happy, give us happiness. Neben Visas großer Schwester, die in den USA lebt, ist sein Sohn wohl sein größter Fan. He is my biggest supporter. We are playing at our apartment all day football, only goal, goal. And when you see the emblem from Paderborn, he directly say goal. As well, he's coming every game. When it's midday, because evening is a bit harder, but every game is there, so I have one of the biggest supporters almost every time. Mit seiner Familie will der frisch gebackene Papa am liebsten in Deutschland bleiben. Auch deswegen lernt der 29-Jährige fleißig Deutsch. It's good. I can say that it's bad. I understand more than I can speak, but most important things that I understand football things. So when the coach is speaking, when he's explaining things, I understand. I'm not hiding. I have to improve my German. So I'm trying every day to learn. It's a bit harder for me, but it's going good. Und egal ob beim Deutschlernen oder beim Fußballspielen auf dem Platz, beim SCP 07 können wir uns bei Visa Musliu auf sein Können und seine starke, beispiellose Mentalität verlassen.